Die machen. Lucky Lucky ist immer gut. So, und dann kann ich schon mal eine neue Kampagne erstellen. Ach halt, ich muss ja hier. Es dauert immer ein bisschen verzögert, ne, bis er das an. Ah, jetzt bin ich live. Live bei mir selber, sozusagen. Das ist schon mal sehr gut. Was naschst du denn da im Hintergrund? Bei mir selber. Ich habe nur das Handy rausgeholt aus dem Rucksack. Ah, cool. So, dann gehe ich mal auf Testperson, ne? Und starte mal. Aber normal nehmen wir, ne? Genau. Normal ist hart genug für uns. Auf jeden Fall. Ja, und bei YouTube habe ich jetzt einen neuen Follower dazu bekommen heute. Das ist auch mal ganz Hoffnung cool. Ist das, was einen ja. Menschen ausmacht. Morgen wird alles kommt bei besser, dir auch das Intro, oder? Nee, ich hatte keinen. Immer und immer wieder, okay. Bis wir sterben. Vor einem Jahr habe ich die Welten bereist und den Träumer getötet. Aber das ist ja krass, Menschen, das ist ja benutzt hat, um so gemacht, dass jeder, den Turm verließ, der Remnant ich, hat der und ich Remnant spielen seht, kann er einfach einsteigen. Ja, das ist krass, oder? Ja. Stimmt, ich weiß gar nicht, ob ich denjenigen dann einfach so rausschmeißen kann. Den wir noch nie gehört haben. Also bin ich auf dem Weg zur Hauptstation. Ja, ich habe gerade das Intro laufen. Und hoffe, die letzte Verbindung der Saat zu unserer okay, Welt weil ich bin schon da. Danach sollte alles besser werden, da bin ich sicher. So, wir sind jetzt auch zu zweit am Anfang. Ja, jetzt kommt ein Intro bei mir auch. Ah, okay. Das war gestern bei mir auch so, dass ich alleine war und trotzdem zu zweit aufgetaucht bin. Ich weiß nicht, wie manche hier draußen leben konnten. Die Saat kann sich anschleichen und man kriegt es gar nicht mit. Also, wenn man mich fragt, ist das gruselig. Da gefallen mir Betonmauern und ein verrosteter Turm doch besser. Aber du verlässt die Station manchmal für Wochen. Ist jetzt geht ein Dialog gerade? Ja, genau, da war im Dialog. Ich habe geantwortet. Ich höre nämlich keinen Dialog. Ich sehe aber, dass der doof rumsteht und nichts macht. Okay. Wie machst du das? Ja, hier steht, jemand muss auf die Saat aufhalten. Das ist ja mächtig heldenhaft von dir. Vor einem Jahr hätte ich nicht gedacht, dass man sie aufhalten könnte. Aus welchem Grund auch immer. Ich bin froh, dass du zu uns gekommen bist. Irgendwie habe ich ein gutes Gefühl bei dieser Mission. Oh, er hat ein gutes Gefühl, dass ich dazugekommen bin. So, super. Ach, du läufst schon, ne? Bist du das, der läuft? Nee. Nee. Hier, weil ich bin jetzt hier zu zweit, aber wo bist du? Ich kann nur Sitzung verlassen. Okay. Ist ja komisch. Weil der Typ gestern, der ist ja auch vorweggelaufen, als ich alleine war. Und ich dachte, hä, was ist das denn? Oder kann man die Kampagne nicht zu zweit? Doch, bestimmt, oder? Muss man bestimmt, oder? Vielleicht musst du auch zum ersten Stein kommen oder so. Das kann sein, ja. Ich laufe den Typen mal hinterher. Ja, ich guck mal zu, wie du da zockst. Naja. Der ist aber gerade weg. Gerade weggelaufen hier. Wo ist er denn hin? Oh, hey ho, das Bo, 1978, sei gegrüßt. Ach stimmt, das war ja bei dem anderen genauso. Da musste man doch auch, hat man sich erst in dieser Stadt da drinnen getroffen. Vorne weg hat man ja alleine diesen Kram gespielt. Genau, ja, stimmt, ich muss. Genau, ich muss wahrscheinlich den Stein streicheln und dann kannst du dazu kommen, oder? Ja. Hey, es wäre vielleicht eine gute Idee, beim Commander vorbeizuschauen, damit die Station weiß, dass es uns gut geht und dass wir hier drauf. Ah, siehst du, er schickt den anderen schon weg, damit du dann reinkommen kannst. Das ist sehr gut. Okay. So etwas habe ich noch nie vorher benutzt. Hey, dabei wird mir doch nichts. Jetzt falle ich da hoffentlich raus. Ah ja. Alter, das Geile ist, mein Charakter sieht ja immer noch so aus. So, ich fasse mal den Stein an. Mal gucken, genau. Ob du dann hinzukommen kannst. Ja, passiert was. Oh, Fragment T steht da. Ei. Alter, das hat mich rausgespült. Ja, du bist richtig aus dem Stein gefallen. Das stimmt. Oh, hallo. Ja, das ist doch super. Da,
Kann man die eigentlich aufwinken? Nee, ne? Oder? Ich glaube nicht. Ich weiß nicht. Oh, ich weiß auch nicht. Also. Nee, da kann man nur sagen, wo man lang möchte. Okay, super. Jetzt ist die Frage. Ich vermute mal, wir müssen dann. Welche Richtung? Gucken wir mal. Nee, die ist aufgedeckt. Wahrscheinlich ist er dann in die Richtung. Oh ja. Alter, hier steht ein Trecker rum. Kommt denn der da hin? Ja, kannst du mal eine Runde fahren. Ja, ne, ein Töfter. Der ist riesig. Ja. Fettes Teil, ey. Bringt bei eBay bestimmt nochmal 2000 Euro oder so. Oh, Hügel der Goldkuppen. Oh, da gibt's schon Viecher. Aufgepasst! Oh. Ich mach mal meinen magischen Blick an. Ja, das sind wieder diese Viecher, die ganz am Anfang auch da waren, ne? Ja. War noch immer so schwarz mit roten Punkten oder so. Aber warte mal, ich lauf dir da mal hinterher. Da gab's nichts außer ein bisschen Eisen. Ach so, okay. Das gute Jovasch. Ja. Das habe ich mir aber gemerkt mit den Jovasch. Ja, das stimmt. Ja, wenn ich mal in Ungarn irgendwie strande, dann würde ich nichts zu trinken bekommen, sondern nur Eisen. Genau. Oh, ich habe schon wieder einen Eigenschaftenpunkt. Oh. Kann ich den auch wieder vergeben? Das gibt's doch gar nicht. Das ist ja so ein dickes Ding wieder. Oha. Alter Schwede, ist da hinter mir auch noch einer? Leck mich an der Tasche. Wo kommt der denn her? Ja. Da ist ja noch einer. Leck mich fett. Ja, da ist tatsächlich. Der macht aber ein bisschen Alarm, ey. Ja, Hilfe. Das nenne ich mal sportlich, ey. Alter, ja, das. Dann kann ich uns ja mal heilen. Haben's geschafft! Achso, ja. Schade, ja, ich würde mal, hab jetzt das Herz genommen, okay. Alter. Ich hab gedacht, das fängt so harmlos an mit den alten Viechern und jetzt kommen da irgendwelche Typen, die schießen. Verseucht bin ich auch schon wieder. So. Super. Es ist ja auch Corona-Zeit, da kannst du ja husten. Genau, ich hatte keinen Mundschutz auf. Obwohl, ich habe ja einen, ne? Doch. Du hast eine ganze Maske auf. Ja. Ganz sicher. Helm. Sicher ist das, ne? Ist wahrscheinlich dieser Standard, der keine Viren durchlässt. Oh, hier gibt's einen Ring oder sowas, ja. Oh, sehr gut. Alter, wie doll bin ich denn verseucht, ey? Das gibt's ja gar nicht. Das ist aber hier schon Intensivstation-like. Was musste ich denn da nochmal trinken? Warte mal, ich versuche mal die zwei. Ja, ich weiß zwar nicht, was getrunken habe, aber jetzt geht's mir wieder gut. So, du guckst dir gerade den Boden an, ne? Ja. Alter. Setz die Maske ab, dann laufen die Viecher von alleine weg bei dem Gesicht. Ja, auf jeden Fall. Ja, stimmt, ich müsste eigentlich auch beim Spielen hier eine Maske tragen. Was, wer sagte sowas? Hier, der Das Bo schreibt das hier gerade, Das Bo 1978. Ja, so ist die Community. Ich sag's dir. Aber lecker Gestrüpp hier. Ein schönes Osterfeuer machen. Obwohl, bei meinem Gesicht müsste ich so ein Monster wahrscheinlich noch heiraten, ne? Das sieht ein bisschen hier aus wie bei, was spielen wir sonst immer?
Hellpoint? Nee, ach, jetzt komme ich da selber nicht drauf. Warte mal, was war denn das? Alter, jetzt bin ich mal. Hand Showdown. Ja, genau. Ah, jetzt hab ich's. Mit dem ganzen Nebel und so. Ja. Richtig schön. Okay, bevor ich die Monster heirate, hat er geschrieben, dann lass es so wie es ist. Ja, hast recht. Stimmt, bevor ich die Monster heiraten muss. Ja. Ja, stimmt, ey. Das könnte auch Hand sein, ne? Ja. Ich finde die Sprüche mal geil. Er liegt am Boden. Ja. Und dann kommt der Nächste. Wie schmeckt dir das, du Bastard? Ja, genau. No homo an der Stelle, ne? Alter. Mehr hast du nicht drauf, ja. Oh, hier liegt wieder irgendwas schönes Blaues. Wand des Wissens. Und wieder ein Eigenschaftspunkt. Naja. Dann nehmen wir doch mal 14 Rüstungsdurchdringung. Du müsstest auch einen Punkt bekommen haben, ne? Ja. Ja. Hier liegt nur das gute Eisen rum. Hier ist auch noch was. Zack. Man kann ja auch die Wiederbelebungsrate kann man ja auch beschleunigen. Oh, cool. Ich habe jetzt hier nochmal Kiste geöffnet. So, ach, ich wollte mich ja noch bedanken und zwar muss ich selber nochmal gucken. Bei den Tobias Treuer, genau, der mir gestern geschrieben hat, dass man das auch als Kampagne spielen kann. Nochmal vielen Dank an der Stelle. Das konnten wir heute gleich umsetzen. Ist doch sehr schön. So, habe ich das nicht vergessen. Und so, du stehst jetzt hier rum. Ja, ich vergebe gerade Punkte. Ah, so. Okay. Ich kann wieder weiter. Sehr gut, sehr gut. Ah, hier liegt noch richtig was Schönes rum. Ich hier schön sammeln können. Ja. Sieht hier aus wie in der Kerrygold-Werbung. Ah, ich kann mein Ja, genau, mein Kreis war voll. Ich kann jetzt wieder gucken für eine kurze Zeit, wo die Gegner herkommen. Sehr gut. Das Gute ist, das funktioniert auch bei mir. Ich sehe es dann auch. Super. Wenn Munition irgendwo liegt, die kannst du erstmal haben. Weil ich werde erstmal bei mir ein paar Munitionsboxen aufbrauchen. Alle Taschen voll. Weil ich habe hier 25 Stück oder so. Ja, du weißt ja nicht, was noch kommt. Ja, die brauche ich wahrscheinlich für die nächsten drei DLCs noch oder so. Genau. Ah, hier ist ein Checkpoint. Siehst du, hätte ich die Munitionskiste gar nicht verbrauchen müssen. Genau. Aber jetzt hast du es gemacht. Also, aber ich habe auch noch 17 Kisten. Also. Ja, voll dekadent, ey. Ja. Oh, was war denn das? Hier war eben so ein... Hinter dir hat mich gemacht. Ist ja komisch. Ich glaube, das ist so ein Zwischenboss-Kram. Okay. Das war ganz komisch. Hinter mir hat sich so eine... graue Wand aufgetan auf einmal. Genau. Alter, da sind aber ein paar unterwegs hier. Zack. Scheiße, dass meine Plempe immer nur 10 Schuss hat. Das ist ein bisschen blöd. Da muss man gar nicht mehr nur noch, wie die überall rumlaufen hier. Da
Oh, das bist du? Ah. Die siehst du aber auch irgendwie schlechter, finde ich, ne? Als Anna Level. Was meinst du? Ich finde, die sind sehr angepasst an die Umgebung. Also vom, die sind ziemlich grau und die Umgebung ist ziemlich grau. Ich muss jetzt erstmal gucken, wo die sind. Ja, das stimmt. Die haben sich den Hintergrund so angepasst. Oh, jetzt kann ich da. Ich bin nicht geschossen. Ja, sehr gut. Oh, Spinat. Ja, warum kann ich nicht mehr? So. Ich kann nachladen. Ich hab gar keine Munition mehr gehabt. Das ist natürlich auch schlau von mir. Ansonsten ist das Heilung schon verlängert, das ist das Spiel. Leute, das fällt ewig an. Ja. Heilt immer noch. Sonst war es immer so nach einer kurzen Zeit weg, ne? Na, ich glaube auf jeden Fall kürzer als das. Ne? Hm. Alter, kommt hier an mit so einem Karate-Sprung, ich glaube, es hackt. Wie sieht das? Oh. Hm, das passt. Alter, wo ist er denn hingesprungen? Hast du das gesehen? Er ist irgendwie über den Zaun gesprungen. Aber langsam hier ist. Mächt von allen Seiten. Ja. Zack, auf die Fräse. Mann, hier ist aber Action. Ey, die hören gar nicht mehr auf. Hm, das passt nicht mehr. Sehr schön. Das läuft wie eine 1. Ja. Oh Mann. Ah, jetzt geht's wieder. Mein Kopfhörer ist am Eimer, da hat eben die eine Seite wieder ausgesetzt. Das ist echt zum Kotzen. So. Gut, scheint hier. So, jetzt höre ich auch wieder anständig. Jetzt geht's. Ich muss mir wahrscheinlich Tage neues Kabel kaufen und einen neuen Kopfhörer. So, da drüben sind ja noch welche, ne? Kommen wir ja, überall. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier endlos kommen. Ne. Kommen sie. Die Quest abgeschlossen. Sehr schön. Obwohl, warte mal, wir können jetzt hier hinter dieser Nebelwand gleich mal gucken. Obwohl, ich komme erst. Ja, links war eine Nebelwand oder eine hinter uns. Wir können uns am Checkpoint nochmal aufladen. Macht das Sinn, ja, ne? Gehen wir nochmal alles schön wieder. Und dann können wir erstmal richtig losrotzen. So, sehr gut. Links müssten die jetzt noch sein, ne? Ja. Okay, das sind wahrscheinlich die, die gerespawnt sind. Genau, von da oben links hinterm Zaun müssten noch welche sein.
Genau. Ja, ich guck mal, dass ich mir auch noch einen hole. Das ist so ein ganz dicker. Oh ja, ich höre gerade Musik. Alter, ist das denn Godzilla mit Gewehr? Sieht ja übel aus. Okay, aber ist ja von uns ganz gut versorgt, ne? Was? Oh, das war gut. Er wollte es haben, wir haben es ihm besorgt, ne? Ja. Oh, hier gibt's eine Kiste. Ach, hier kommt gleich noch einer, der ein bisschen größer ist. Oh ja. Oh nein, jetzt bin ich versorgt. Na, ich glaube, dieses Öl, was man hatte, ne, war dafür zuständig irgendwie. Sein. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Bisschen komisches wie er. Toll. Scheiße. Muss mir mal eine andere Waffe nehmen hier. Wow. Wer schießt denn hier mit den komischen Dingern? Okay, super. Nehme ich mir doch mal schnell eine Munitionskiste. Dann kann es losgehen. So. Noch mehr Fragen? Oh, jetzt habe ich hier auch wieder Husten. Welches Öl war das nochmal? Das oh, warte mal. Das, ich weiß gar nicht. Blutwürze? Was war das andere? Grünblatt? Ist das diese maskelose Essenz? Nee, ne? Hast du... Nee, die ist es nicht. Warte mal, ich gucke mal, was haben wir denn? Adrenalin, Blutwürze. Elixier des. Ja, das muss irgendein Öl sein. Ja, genau. Das heißt einfach Öl-Elixier. Ah, okay, aber ich habe leider keins mehr. Hattest du auch dieses Überlebenskit? Diesen Rucksack? Nee. Alle Taschen lag voll. Lag da also einer rum, oder? Nein, im Inventar habe ich einen Rucksack, das heißt Überlebenskit. Achso, ja, das habe ich auch, ja. Hast du das schon benutzt? Nee, eine Tasche mit Gegenständen, die das Überleben erleichtert, 3 Elixiere der erleuchteten Munitionskiste, 2 Öl-Elixiere. Nee, aber nutze ich mal. Willst du den Gegenstand wirklich verwenden? Ja. Okay, super. Ah, jetzt siehst du, jetzt habe ich auch gleich Öl. Kann ich gleich trinken und dann ist die Verseuchung weg. Ist so ähnlich wahrscheinlich wie die Munitionskiste, würde ich sagen. Oh, hier ist noch ein bisschen Heilung, wenn du willst. Oh, gerne. Passt schon. Oh, sehr schön. Jetzt geht die Ei wieder los. Ja. Was ist denn ein Eigenschaftspunkt, vergebe ich nochmal? 2 habe ich sogar schon wieder. Oh. Ich habe gleich, Rüstungsdurchdringung habe ich gleich auf 20, also ich bin jetzt schon bei 18. Tja. Gucken, da ist noch alles dunkel. Ja, sehr gut. Bevor sie uns angegriffen haben. Da hinten gibt es ja auch so eine fette Satellitenschüssel. Ja. Da! Die, ne? Genau. Der Stadionslichter. Oh, Alter. Die spielen da bestimmt Fußball oder so. Was mich wundert, du bist auf meiner Liste jetzt auf weiß. Letztes Mal in dem anderen Level warst du irgendwie gelb oben auf der Karte. Bin mal wieder weg, viel Spaß noch. Ich schaue das nächste Mal wieder rein, wenn es passt. Jo, mach mal, kein Ding. Und danke fürs Zuschauen.
Alter, die Schüssel, die hat bestimmt was zu bedeuten, ne? Ja. Ist auf jeden Fall größer als die, auf die ich morgens gehe. Ja, auf jeden Fall. Die goldene. Ja. Oh, da geht's hinten rein. Da links. Aha, stimmt, ja. Ich bin auch einmal rumgelaufen, das hat auch nichts gebracht. Mal gucken, ja, wo wir ja, da hinkommen. Unterwegs in 2-1, zack. 2-1 Risiko. Mhm. So, meine Milch ist auch alle. Die gute Frischmilch. Oha, oha. Was ich aber geil finde, durch die Kampagne haben wir jetzt das Glück, dass es nicht nur Schnee ist, sondern wirklich komplett alles, ne? Also. Ja, das stimmt. Ja, genau. Wahrscheinlich haben wir deshalb auch da nichts gefunden, weil es auch nichts zu finden gab. Ja, genau. Das wäre ja auch das blöd, ne? Wenn ne... Ja, finde ich auch. Gerade wenn ich überlege, du zahlst für so einen DLC nochmal 10 Euro extra pro Person und dann wäre das Ding vorbei, ne? Also, wo wir da aufgehört haben. Das wäre ja ein Ding gewesen, ne? Nicht mehr die das wieder stimmt. Ein DLC gekauft. Ja. Oh, hier gibt's eine Karte, da steht Sicherheit Level 1, Haupttrag B1, Krankenstation B2, Labor B3. Labor bestimmt schöne Sachen für uns. Vermute ich auch. Oh, B1. Hallo. Vielleicht können wir es mal anfassen. Oh, ja. Aber eigentlich sind die ja alle aktiviert. Also. Ja, ist komisch, ne? Normalerweise hätte er schwarz sein müssen und wäre dann aufgegangen. Genau, ja. Ui, das sieht aber auch geil aus da drin, ne? Wie so ein... Wie so eine Blase oder so und da ist irgendwas drin. In der Mitte und vom Baum. Diese Pilze sehen aus, als hätte man... Ja. Da so Blumen verstreut. Ja, stimmt, weil die wackeln auch so komisch wie Blumen irgendwie. Hm. Oh, Vorsicht. Wir kriegen Besuch. Hä? Wo ist denn hin? Ach, hinter dir. Nee, der ist grün. Siehst du den? Ja. Ich kann nicht auf den schießen. Eben war er grün, aber ich glaube eher, dass du das warst. Der den grün aufgeleuchtet hat. Weil ich wahrscheinlich aussehen auf dich gezielt habe. Was hat der hier für einen Auftrag? Ich habe keine Ahnung. Bestimmt der Hausmeister hier. Komisch, was habe ich denn hier? Habe ich auch irgendwas, aber kannst nicht drücken. So. Merkwürdig. Das ist auf jeden Fall die erste Station. Hm. Ja, wieso konntest du... Achso, da bist du. Ich dachte eben, du wärst hinter der Tür gewesen. Das sah eben so aus, als wärst du hier durchgelaufen. Das Ding hier drinnen. Oh, was ist denn jetzt passiert? Ist irgendwie alles dunkel geworden und... Ach, das ist das Ding. Ich konnte das nicht irgendwie aktivieren. Echt nicht? Vielleicht sind jetzt die Türen auf. Nee, ich glaube, jetzt kommen mein von den Monster. Oh. Da war super aktiv hier, ey. Oh, hier ist ein Dicker.
Oh Gott, der Pist. Ja, der hat ganz gut Dampf, ne? Ja. Hat der es gar nicht beeindruckt? Ich falle auf den rum. Geht gar nicht. Ich kann ja nur mit einer speziellen Waffe erledigt werden. Nee. Oh, langsam ja. Ich was ab. Das scheint sich ja kein Werk. Vielleicht muss man ihn jetzt ganz schnell gehen. So, wenn man ihn hat. Ja, er heilt sich. Wenn er am Boden ist, ne? Weg. Ich muss mir mal schnell Munition nachladen. Ich hab nichts mehr gehabt. Oh, er hat mich platt gemacht. Da hätte ich ja gar nicht mit gerechnet. Oh, danke schön. Da muss man den mit einer speziellen Waffe platt machen oder öfter. Weil jetzt vielleicht scheint öfter, er. Weil der hat ja jetzt scheint er nie da zu gehen. Oh Mensch, der soll mich zufrieden lassen, ey. Okay, das bin ich im Gang. Ich darf keinen Schaden. Jetzt finde ich, jetzt passiert gar nichts mehr. Was ist hier so gut? Das sind so eine Dinger, ich glaube, die müssen wir kaputt schießen. Okay. Okay, ich laufe mal kurz weg hier. Ja, falls du es sehen willst, kannst du ja herkommen. Oh ja, ich laufe schon in deine Richtung. Kommt er dir hinterher? Oh ja, warte. Ja. Ah, jetzt ist dunkel. Und jetzt ist sozusagen, jetzt ist nur noch sein Geist da, ne? Genau. Oh, meine Kanone ballert. Oh, das ist aber eine schöne Kanone. Ja. Kannst du nur mal einen grünen Zauber machen? Nee, jetzt nicht gerade. Ah, warte mal, dann kann ich, Achso, ich habe ja sogar noch 41 Tränke, alles klar. Also. Ja, am Computer kann ich was machen. Aber es ist schwarz. Ich kann nichts drücken. Hier ist auch noch ein Computer, der ist auch schwarz. Hier ist eine Art Schachbrett. Kann ich da irgendwas machen? Ne, kann ich auch nur gucken. Was ist denn? Kannst du da was verstellen? Nee, ne? Nee, ich kann auch nur gucken. Ja, komm, ich bin aus mit dem Reifen. Ja. Oh, ich
bin ja ein Schlumpf. Jetzt bin ich hier auf Q gekommen. Naja, macht ja nichts. Wir haben's ja. Jetzt müssen wir ja rechts irgendwie reinkommen, ne? Ja. Aber hier ist ja, dieses Ding ist ja immer noch hier links und man kann immer noch E machen. Ich hab's nochmal gedrückt. Mal bekämpfen müssen. Ja. Ich habe schon mal Friendly Fire auf dich geschossen, aber es zählt ja Gott sei Dank nicht mehr. Ja, hauen wir das. Nein. Was ist denn das hier? Hallo? Warte mal, ich drück mir F, dann sehe ich's. Oh nein. Hey, im Keller ist auch noch eins. Ja. Oh. Achso, der ist da stehen geblieben, wo wir aufgehört haben. Ah, aber ich dachte, vielleicht kann man jetzt an den Computer irgendwas machen. Wir mal gucken. Nee. Ist noch oben, hier ist ein Checkpoint. Nee. Ich laufe hier auch nochmal wild durch die Gegend und gucke mal, ob es hier da irgendwas gibt, wo man drauf ballern kann. Bin jetzt mal in den Keller gegangen. Ah, hier gibt es, ich habe was gefunden. Ah, sehr gut, dann komme ich mal nach oben. Ja, wahrscheinlich. Ja. Wir haben uns ja nicht alles angeguckt hier. Scheiße, das würde viel. Oh, noch eins. Zwei Stück sind davon jetzt unterwegs. Oh, au, ich hab gleich. Ah, ich auch. Scheiße. Ja. Wollte gerade zu dir laufen. Ja. Ja, wir gucken uns erstmal am besten so um, weil da gab es so einen Raum, wo es Sicherungen gab zum Auswechseln. Ah. Ja, genau, im Keller geht's auch noch runter, hatte ich gesehen, ne? Genau, es geht aber auch hier, gibt's noch einen großen Raum. Mhm. Ja. Ah. Das ist doch sehr schön. Computerraum, wir müssen doch weiter. Ja, Computerräume ziehen einen immer an. Da geht's auch noch unten irgendwie. Medical Bay. Mhm. Ja, mal nach unten gucken. Ach, hier. Hast du? Warte mal, dann komme ich mal zu dir. Ich mir das mal angucken. Sie kommen. Konntest du hier was aktivieren oder so? Nee, ne? Genau, hier gab's hier. Hier gibt's so einen Kram. Ah. Wahrscheinlich brauchen wir dann noch eins von den Dingern. Ach, die Sicherung wahrscheinlich, ne? Diese Röhren. Sagt er irgendwas, wenn du rangehst? Nee, gar nichts. Ich kann auch nichts drücken oder so. Leider nicht. Das heißt, wir müssen ja wahrscheinlich irgendwo eine finden oder so, ne? Ja, da können wir dann doch einen runtergehen. Hm. Das ist aber auch ein Labyrinth hier, ey. Sollen wir durchsteigen? Medical Bay vielleicht? Ja, können wir mal testen. Bay heißt so Insel, ne? Ja, Bucht. Oder Bucht, ja. Nee, stimmt, Bucht, ja, genau. Oh, hier ist eine Kiste. Zerstören, ja. Oh. Wie dekadent, nur für so ein bisschen Eisen. Hier gibt es den dicken auch.
Ja, wir müssen bestimmt die, den Strom wiederherstellen und dann kann man... Ah, alles klar. Ja, stimmt. Und dann kann man wahrscheinlich die Energie abzapfen oder... Oder am Computer was machen. Hier gibt's doch was zu lesen. Oh. Jedes Mal, wenn ich Knochenrolle Passagen lese. Steht weiter mit Rick. Was ist denn Rick? Ich hab keine Ahnung. Komisch, komisch. Ich bin ja eher der Typ, ich kaufe mir irgendwas und lese nicht die Gebrauchsanleitung, sondern ich versuche es so. Genau, ja, das kenne ich auch. Ah, was ist denn hier drin? Kommen wir da rein? Nö. Nee. Ich habe einen Schlüssel und eine Karte, aber funktioniert beides nicht. Ja, ich auch. Aber wenn man hier mal reinguckt, also es ist einmal was Rotes, Wichtiges. Da liegt, glaube ich, auch die Karte drin, ne? Die wir brauchen auf dem Tisch. Auf jeden Fall schöne Sachen. Wir müssen der Punkt für den Strom bleiben. Großartig, das wird ja immer besser. Hast du gesehen hier in dem einen Raum hier, da liegt, glaube ich, die Karte, die wir brauchen. Die liegt dieser da. Dieser abgeschlossene Raum, ne? Mm, genau, die liegt da auf dem Tisch. Ja, aber die Türe geht nicht auf. Schrott. Oh, hier gibt's noch mal so ein... Können wir auch den Boss bekämpfen. Ah. Mal, dann komme ich mal zu dir. Frag mich, ob man auf jeder Etage den vielleicht bekämpfen muss. Ja, das kann auch sein. Hier können wir es ja wieder nur anschalten, ne? Ja. Soll ich mal probieren? Ich glaube, hier gab es zwei von den Viechern. Ja, genau. Ich hätte oben und unten eins gesehen und irgendwie waren sie dann irgendwann beide da. Ja, wollen wir es anschmeißen? Ja, machen wir ruhig, ja. Gucken wir mal, was passiert. Vielleicht gibt es hier auch irgend so ein Ding, das man zerstören kann. Ja. So schnell geht einem das Licht aus. Oh, ist ja noch so viel, was hier gerade rumrennt. Ah, sehr gut. Es sind tatsächlich zwei von denen. Mhm. Vielleicht können wir hier auch. Vielleicht laden die sich auch gegenseitig auf oder so. Wir haben doch da was zerstört an der Wand. Ja, das ist Gelbes, ne? Das ist hier unten da auch irgendwo was. Sich gegenseitig auf. Man kann da einfach raus. Okay. Bist du noch drin? Nee, ich bin jetzt. Komm jetzt zu dir.
Okay. Also man kann es einfach nochmal anfassen und dann ist man einfach... Okay, das ist gar nicht verkehrt. Weil dann spart man auch ein bisschen Munition, ne? Ja, das stimmt. Ja, besser gesagt, kann sie erstmal heilen und... Das ist ja... Ja, würde ich sagen, nächste Etage. Hier gibt es ja nicht so viel. Nö. Warte mal, kommt man hier irgendwie rein? Springen kann man ja nicht, ne? Was kann man? Springen kann man nicht irgendwie, ne? Nee, leider nicht. Man kann nur rollen. Ja. Rollen wie so ein Mops. Komm mal zu dir. Ja. Okay, den anderen hatten wir, den zweiten hatten wir denn ja auch schon fast. Also, entweder ziehen die sich beide, laden die sich gegenseitig auf. Dass es gut war, dass wir den anderen auch so geschwächt haben. Oder man muss wirklich was anderes noch drücken. Das stimmt. Hier, ja, das war ja dieses mit dem Power. Hm. In die Mitte kommt man ja auch nicht rein, oder? Oh, das... Nee. Also ich habe noch keinen Weg gefunden hier. Nee, leider nicht. Ist hier nicht noch irgendwo rauf oder runter? Ich bin auch der Meinung, ich hätte noch einen anderen Weg gefunden, wo es nach unten geht vorhin. Ja, ich glaube auch. Du warst woanders runter. Hm. Aber vielleicht hier? Ah, ja, ja. Gucken wir mal hier, was wir da ja, Schönes haben. Aber egal, ja. Für alle Fälle gucken, weil ich bin mir nicht sicher. Nee, ich auch gerade nicht. Ich glaube, das war's. Ja, es sind ja auch zwei Viecher hier. Hm. Ich glaube auch, dass wir hier waren. Kommt mir so bekannt vor. Ja. Ich bin mal hier bei diesem Power-Ding drin. Gesehen. Wir können ja nochmal versuchen, die jetzt platt zu machen. Ja, können wir auch. Aber irgendwie konnte man die ja nicht töten. Ja, also bei dem einen weiß ich, da hat es nicht geklappt. Ich weiß natürlich auch nicht. Ah, Verband habe ich hier noch gefunden. Sonst komme ich nochmal runter. Mhm. Und dann können wir ja auch versuchen, wenn du magst. Boah, das sieht aber auch alles so ziemlich gleich aus, ne? Ah, kann das sein? Guck mal hier. Kann es sein, dass wir das erschließen müssen? Das, dafür müssen wir, glaube ich, das Ding wieder aktivieren. Soll ich mal rübergehen und das aktivieren? Jo, mach mal. Und ich schieße dann darauf. Genau. So, gleich geht's los. Ich denke mal, gleich geht mir auch das Licht aus. Ja. Oh. Jo, ich kann drauf ballern. Sehr gut. Nice. Ich gebe wirklich alles hier. Jo, ist kaputt. Ja. Und hier ist eine Tür aufgegangen. Jetzt können wir hier durch. Da. Hier ist jetzt eine Kiste. Wutstaub habe ich noch gefunden. Geht's bestimmt noch gut, oder? Ja. Er sieht richtig fit aus auf der Liege. Ja, der hat wohl ein bisschen gebrutzelt, würde ich sagen.
schöne Toilette. Die andere Schüssel fand ich schöner. Auch wieder was zu lesen. Oh. Oh, Wartungsschlüssel der Hauptstation gibt's hier. Oha. Ein Tonband. Wie bist du da? Ach da, warte mal. Ich habe eine Tür gefunden oben mit so einem Schlüssel, mit einem Schloss. Genau. Das war doch die wahrscheinlich, wo wir die Karte gefunden haben oder so, ne? Genau, ja. Dr. Ulrich Hasgard, 7. Juni 1961. Ich habe einen gewaltigen Durchbruch geschafft. Der Kristall ist vielleicht doch keine Energiequelle. Der Autor der Runen, derjenige, der sich Knochenkralle nennt, nennt es einen Weltenstein und deutet an, dass es sich um eine Art See- oder Transportgerät handeln könnte. Ursprünglich dachte ich, dass die Runen Knochenkralles Land beschreiben. Eine Art prähistorische Zivilisation auf einem... Knochenkralle ist auch ein geiler Name. Aber ich habe inzwischen herausgefunden, dass der Autor überhaupt nicht aus unserer Welt stammt. Er oder sie ist vielleicht gar kein Mensch. Die Passage, die ich entziffert habe, spricht von vielen anderen Welten. Von Schmerz, Leid und Tod. Und am wichtigsten ist, gruselig, dass Knochenkralles Volk sich darüber hinaus entwickelt hat und danach strebt, dieses Wissen zu teilen. Ich glaube, wir können diese anderen Welten erreichen. Zumindest virtuell, wenn auch nicht physisch. Auf den Runen steht, Verstand mit Verstand zu verbinden, um in ihre Welten zu sehen und vielleicht mit ihnen zu sprechen. Sie verfügen vielleicht sogar über den Schlüssel, der in die Welt von Knochenkralle führt. Es ist äußerst überwältigend. Manche wie Captain Ford wollen es nicht glauben, aber sie haben die Rune nicht gelesen. Aus irgendwelchen Gründen können sie es nicht. Aber Knochenkralle ist kein unzivilisierter Historiker. Er spricht über die Wissenschaft mit erstaunlicher Genauigkeit. Und was wie Magie erscheinen mag, ist wahrscheinlich nur Wissenschaft, die wir noch nicht kennen. Ich habe Anweisungen gegeben, wie man den Verstand von Freiwilligen mit dem Weltenstein verbindet. Wir werden sofort mit den Experimenten beginnen. Wenn Knochenkralle in der Tat unwissend ist, werden wir es früh genug erfahren. Aber wenn ich recht habe, dann müssen wir unser Verständnis des gesamten Universums neu schreiben. Geil gemacht, ne, mit dem Hörspiel. Also, ja. Knochenkralle, er hört sich an wie so ein Unterweltenboss aus Braunschweig. Ja. Ich bin Knochenkralle. Ja, dann will ich sagen. Das war's hier schon. Ja, sieht so aus, ne? Oder? Ja. Naja, haben wir ja jetzt den Schlüssel. Genau, dann können wir ja theoretisch nach oben. Ich bin dir einfach hinterher gelaufen. Ja. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Ah, hier. Genau, das Herdenverhalten. Moment, nein, das war ja schon richtig hier. Ja, genau, von hier, genau. Gott, der steigt doch keiner mehr durch. Das ist ja. Knochenkralle hätte das gewusst. Auf jeden Fall. Der hat das ja hier gebaut. Ja, der Dümmel. Ah, das ist schon. Also jetzt merkst du aber wirklich den Unterschied zu Hellpoint, ne? Also. Das war mir vorher gar nicht so bewusst, aber umso mehr ich das hier zocke, das sind ja echt Welten. Ja, definitiv. So, ich glaube hier, ne? Ja. Maintenance. Oh, vielleicht finden wir dann da... Hat nicht funktioniert. Ah, Schlüssel rein. Zack. Geh du vor, ich trau mich nicht. Ich
Nicht, dass hier Knochenkralle ist oder so. Ja, hier ist bestimmt Knochenkralle. Geht die Tür hier auf? Ich versuch's mal, aber ich glaube ja nicht. Nee. Hier gibt's auf jeden Fall auch diese komischen Viecher. Victor Bay. Oh ja, und hier gibt's auch so ein Ding. Ah, okay. Da müssen wir aktivieren und wieder drauf rumschießen. Oh, der Reaktor-Control-Computer ist an. Das hört sich doch gut an. Willst du da mal rumfingern, oder? Nee, kannst du ruhig machen. So. Okay. Das erscheint mir nützlich. So, Axon Serie 980, 5 MHz, Alter. Voll wenig. Beliebige Taste drücken, um fortzufahren. Hauptstation. Reaktor initialisieren, würde ich sagen. Oh. Was geht da? Stationsstrom müsste jetzt los angeschaltet sein, ne? Ja? Also stand da eben irgendwie. Ah ja, man kann sonst auch nichts. Oh, doch. Systemdiagnose. Alles erfolgreich. Oh, hier können wir auch in die Mitte, ne? Ach du Scheiße. Ich bin hier durchgekommen und komme nicht mehr zurück. Ja, weil das ein Bossraum ist. Aha. Das war aber mies. Ich bin da reingegangen und dann wurde erst die Luke zugemacht. Ich mal draußen geblieben, hättest du alleine hier kämpfen können. Ja. Dann hätte ich aber um Hilfe gerufen. Also hier unten ist das Ding zum Aktivieren. Aha. Ach, und auch das Ding zum Erschießen. Beides ist hier unten. Oh. Ja, praktisch. Ja, das ist wirklich praktisch, aber auch komisch. So, nachgeladen habe ich. Das mal aktivieren und hier zu schießen, ne? Genau, soll ich mal aktivieren? Ja, aktivier mal. Ich bin schon im Anschlag. Sehr. Jo. Kaputt. Ich habe keine Ahnung, was wir gemacht haben, aber. Das ist auf jeden Fall kaputt, Skaya hier. Blend, ne? Ja. Hm? Knochenkralle nicht gut gebaut. Nee. Ich gucke mal, ob ich noch so ein anderes Vieh finde, das ich vielleicht abschießen muss. Das kann sein. Ja, hier ist noch eins. Kannst wieder anschalten. Ja, hier ist auch noch eins. Ah. Hier oben, sonst kannst du ja mal, du bist ja unten, schalt du mal um. Ich komme dann danach runter. Okay, warte mal, ich muss mal gucken, wo ich das hier anschalte. Du musst halt wieder da zurück, wo wir waren. Okay, dann muss ich einen nach oben. Ach, du bist runtergelaufen? Hm, genau, ich bin ja unten an dem Ding. Ich dachte, du warst noch auf der Ebene, dann hätte ich auch runterlaufen können, weil ich bin ja oben. Okay, warte mal, ich komme mal nach oben. Ich aktiviere es mal und laufe dann nach unten. Ja. Ich weiß jetzt, wo es ist. Okay. Muss ich theoretisch nur rechts runterlaufen. Das hört sich schon wieder nach fetten Boss an. Oh! So, eins habe ich kaputt, dann kannst du ja unten bleiben, dann mache ich dir jetzt mal an. Okay, super, ja. Noch zu dem Ding laufen. So, gleich bin ich dann. Die Blutwürze eingeworfen. Ja. Scheiße, der da angegriffen. Ah, ich hab's gerade noch so geschafft. Boah. Abgeschlossen, Hindernisse.
Sehr gut. Jetzt gucke ich noch mal, ob es noch einen runter geht. Ja. Aber auf jeden Fall kommen wir aber jetzt wieder raus. Diese Tür ist wieder frei. Okay, aber lass mich lieber mal, ob es runter geht. Ja, mich gewundert hat, dass dieser Balken noch so aussah, als wenn der geklemmt hat. Aber das scheint jetzt normal zu sein, ne? Der Balken? Ja, also nicht Balken, sondern das sind ja diese komischen Rohre, die nach unten gingen und die haben doch so gehakt irgendwie. Genau, richtig. Ja, die haken, scheinen immer noch zu haken. Ja, ja, da muss ja irgendwo noch eins sein. Ich weiß aber nicht, ob es hier irgendwie nach unten geht. Nee, wenn ich da nach unten falle, dann bin ich richtig weg. Da geht es auch nicht weiter. Es geht gar nicht irgendwie weiter, glaube ich, nach unten. Na ja, dann. Warte mal, ich gucke nochmal hier kurz. Nee. Ist noch eine Tür oder ist das keine? Nee, ist keine Tür. Nee, hier unten ist nichts mehr, muss ich zu dir kommen. Das ist gut. Müsste ja theoretisch oben auch der Nebel weg sein, ne? Ah, ist weg. Kann wieder raus. Ah, super. Ups. Kannst du nochmal hier am Rechner gucken, ob es jetzt wie anders noch funktioniert? Ja, Reaktor initialisieren. Oh ja, ah, super. Jetzt gehen die anderen Stäbe runter. Ah. Sieht aber auch nice aus. Ja, das stimmt. So, warte mal, ich muss noch mal kurz. Alter, mein Handy spinnt total rum. Ich habe jetzt erst, immer wenn ich WLAN anschmeiße, ja, alles den Bach runter. So, jetzt habe ich es angeschmissen. Ah. Okay. Jetzt können wir weiter. Ja, es ist manchmal mit den Handys und WLAN irgendwie, ich weiß nicht, bei Vodafone komisch. Ich habe ja auch dasselbe Problem wie du. Also mit dem Handy verbinden und Router und. Ist wieder eins. Oh, das ist gut. Müssen wir nochmal gucken, wo wir das zum Anschalten finden. Willst du hier bleiben oder? Ich geh mal gucken. Ach so, ich kann es ja einfach hier drinnen wieder anschalten. Ja, genau. Bleib du mal da. Mhm. Können wir mal gucken, ob wir da ein bisschen Erfolg haben. So, ich hab's angeschmissen. Ja, ob ihr richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Oh, er lädt nach, er lädt nach. Jo, ich hab's gerade noch so geschafft, bevor das Ding vor mir war. Ah, super, hier hat sich wieder ein Gang aufgetan. Oh, hier geht's wieder tief rein. Ja. Noch. Hier wohnt bestimmt Knochenkralle. Oh ja. Gibt's hier ein Versteck oder so? Nö. Da stehen ein paar schöne Stühle rum. Ah, ich habe wieder einen Eigenschaftenpunkt eingesammelt. Munitionskiste habe ich eingesammelt. Ist noch eine andere Kiste. Ja, gut. So, dann würde ich mal sagen, ich setze mal den Eigenschaftenpunkt ein. Rüstung Durchdringung. Sehr gut. Da bin ich jetzt bei 19, da habe ich dann auch gleich hochgelevelt. Auf 20 und dann geht ja auch nicht mehr. Ausgezeichnet. Gitter. Ich glaube, da waren wir. Okay. Ich habe gerade diese Tür hier, diese Tür von innen geöffnet, die war abgeschlossen. Ah, okay.
Ja, nochmal hier gucken. Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Ich dachte, das ist schon eine beleuchtete Gestein hier. Ja, das ist schon ganz geil gemacht von den Farben her und so. Schade, hier scheint es irgendwie nicht weiter zu gehen. Nee. Ach, aber guck mal, ich glaube, da kann man das Ding kaputt schießen. Wo denn? Scheint, als hätte das mal etwas bedeutet. Natürlich nicht, was es ist, aber es ist ein Vorhängeschloss. Ah. Ah, ich hab's aufgemacht. Genau, in dem Raum waren wir sogar, stimmt. Ja. Oh, die arme Inneneinrichtung. Können sie wieder alles bei IKEA neu kaufen. Links ist das. Ah, super. Aufgeschlossen. Ganz. Ja. Wieso kann man die anderen Türen nicht aufschließen? Boah, das ist eine gute Frage. Die Stühle werden alle Knochenkralle. Ach, hier liegt Knochenkralle. Das sieht ja so aus. So, schön einsammeln hier. Neuer Gegenstand. Ring der Ehre haben wir bekommen. Nice. Ach, hier. Das ist der Raum, wo ich dachte, gefragt habe, ob wir noch springen können. Ne? Wenn ich jetzt hier zurücklaufen würde, dann würde ich da nicht mal reinkommen. Ja, genau. Gucken, ob hier noch irgendwas war. Aber ich glaube nicht. Doch, hier ist ein Logbuch, habe ich gefunden. Okay, aber ist auch nur ein Text irgendwie. Nichts Spannendes weiter. Ja, würde. Rollstuhl, halb Mensch, halb Auto. Was ist das hier? Kann man hier noch was einschalten? Ne. Ja, aber so wirklich weiter sind wir jetzt auch nicht gekommen. Nee, irgendwie nicht. Naja, vielleicht finden wir ja noch was. Irgendwie hört sich das so. Ja, jetzt sind ja die Computer an. Ach ja, genau. Stimmt, wir haben einen Strom. Genau. Geh ich mal auf Fortfahren, Hauptstation. Logbuch, Berichte, Systemdiagnose. Logbuch, 1. August 1961. Okay, Logbücher wollen wir nicht lesen. Berichte. Systemdiagnose, Ablink-Testen, erfolgreich, Speichertesten. Nö, da ist nichts Spannendes. Wahrscheinlich gibt es hier noch einen anderen Rechner, der sehr spannend ist. Ja, hier gibt es auch einen. Ich guck mal, ob da auch nur was zu lesen ist, oder? Oh, doch, hier kann man Medizinlagerung entsperren. Oh, sehr gut. Soll ich machen oder ja, willst du? Ne, mach ruhig. Okay, das ist wahrscheinlich dieser Raum, wo man die Karte gebraucht hat, oder? Ja, der war auch oben, ne? Ne, das ist hier. Ach, dieser hier. Hier. Der hier. Was das wohl sein mag. Ah. Oh. Gibt's hier jetzt endlich so eine Fuse? Gut. Oh, da ist die Karte, ne? Ja, genau. Was du ja auch meintest. Ja. Oh, jetzt endlich kommen wir weiter. Aber haben sie grafisch geil umgesetzt. Ich konnte durchs Fenster sehen, dass es eine Karte ist. Sehr schlecht. Gut.
So, dann wollen wir die mal benutzen hier. Laut EC-Karte hier. Zack. Oh, es leuchtet grün, das ist immer gut. Boah, ich finde die Atmosphäre von dem Spiel so geil irgendwie. Eine schöne Endzeitstimmung. Ui, ja. Guckt eine Wurzel um die Ecke. Tja. Hier geht's nochmal zum Labor runter. Das ist aber auch riesig. Ah, hier ist die nächste. Zwei sind davon sogar. Oh, sehr schön. Drei sogar. Oh. Echt? Kann ich die hier irgendwie aktivieren? Hier rumlaufe? Nee. Nee, wir können hier nur im Kreislauf. Muss man bestimmt von einer anderen Etage durchmachen. Ja, wir müssen jetzt erstmal zusammen hochgehen. Genau. Geht's auch hoch? Da war das. Das ist echt sehr verwirrend hier. Oh, das ist ja mein Esstisch. Mhm. Oh, hier gibt's das zum Sammeln. Munitionskiste, ne? Genau. Um was zu lesen. Ich wollte schon ballern, aber der tut mir ja nichts. Ja, das lesen wir zwar auch nicht, ne? Nee, ich hab auch. Okay. Aber wo finden wir denn jetzt? Wir müssen ja auch wieder zurückfinden, das ist das Problem. Und was aktiviert haben. Ja, genau. Hier ist es ja schon. Wenn du willst, kannst du ja runtergehen, dann aktiviere ich es. Oder warte mal, ich aktiviere. Scheiße, jetzt bin ich am Boden. Oh. Wo gerade ausweichen. Das ist ungünstig. Hm. Warte mal. Oh, ich bin auch ganz gut. Oh ja, das gute Herz. Okay, ich bin oh. Ja, lock sie erstmal weg, die Luder. Ja, ich würde mal hier so eine Schleife laufen. Du bist ja noch ein bisschen am Leben. Ja, auf jeden Fall. Ich habe viel Widerstandskraft. Oh, die sind echt schnell. Oh, jetzt haben sie mich erwischt. Ui. Die sind schneller, als ich dachte. Ja. Ah, ich, na gut. Ich habe mich auch zu sehr auf das Vieh konzentriert, auf das an der Wand da konzentriert und ich hätte es anders machen sollen. Ich muss da ein bisschen mehr schießen und dann ausweichen, wenn da irgendein Vieh kommt. Genau, jetzt müssen wir mal gucken, wo musste man lang. Die Maintenance Access, da war man. Ging's ja nicht weiter, oder? Nee, ich glaube nicht. Stimmt, da hinten die Tür war zu. Und Und hier haben wir das doch aufgesprengt hier. Hm. Stimmt, dann muss das hier unser Weg sein, ne? Ich bin mir nicht sicher, also du hast ja auch. Ach nein, du hast ja die Schlüsselkarte benutzt, oder? Genau, Schlüsselkarte benutzt.
Und die war ja oben, ne? Ich glaube ja. Ich glaube, hier mussten wir lang. Nö. Nee, ich hab's jetzt, kommst du hier lang. Ah, okay. Jetzt hab ich's. Ah, du hast ja wenigstens Orientierung, ey, das ist immer gut. Nicht wirklich. Ach genau, hier war das ja, stimmt, wir haben ja von da aus die Gittertür aufgeschossen, ne? Ja. Ja genau, und hier sind wir jetzt wieder in dem Raum, wo es auch diesen... Ist das die also quasi die Tür mit der Schlüsselkarte. Ist noch nicht genau wo hier, aber auch hier. Aufgepasst! Dann. Das Geile ist, dass er mal so Sprüche macht, wenn er die sieht, aufgepasst. Ja, und letztendlich passiert da aber nichts. Ja. Ja, stimmt, hier sind wir rein, weil hier die an die Wurzel kann mich noch erinnern. Da habe ich noch gesagt, dass sie so um die Ecke kommt. Genau, dann kannst du ja wieder losstarten. Hast du das, wenn es dunkel wird? Ich finde es auf jeden Fall nicht. Und dann ziehen. Eins habe ich platt gemacht. Ach, man muss nur eins, dann gehe ich nochmal aktivieren. Die aktivieren nochmal, genau. Und dann ist ja auch mies, ne? Musst du die jedes Mal anmachen. Oh, hier bei dem einen können wir schon rein sogar. Aber wir machen die erstmal alle weg, oder? Ja, klar, auf jeden Fall. Eigenschaftenpunkt haben wir gefunden. Die Sicherung der Hauptstation habe ich auch gefunden. Ah, scheiße, jetzt muss ich aufpassen. Jo, sehr geil. Haben wir auch geschafft. Wow. Super, dann nehme ich gleich mal einen Trank hier. Auch wieder Eigenschaftspunkt und Computer und alles. Oh. Lass ich mal umgucken, ich guck mal in den anderen Raum bereich. Sonst gibt es hier nichts, ne? Aber es. Hier ist auch nur Logbuchberichte, Systemdiagnose am Computer. Hier ist nichts Wichtiges. Und Tonband, ich weiß nicht, ob du es hören willst. Ja, spiel ruhig ab. Ich vergebe in der Zeit mal meinen Punkte. 10. April 1964. Ich mache mich auf den Weg zu Station 13. Die Experimente der Hauptstation haben sich als informativ erwiesen, aber wir untersuchen vielversprechendere Möglichkeiten auf den anderen Stationen und beginnen mit Testperson 2409. Dr. Itzaso sagt, dass der Träumer erfolgreich verwunden wurde. Der erste Träumer, bei dem es gelungen ist. Seine lebenswichtigen Organe sind stabil. Mal sehen, was er sieht. Von Station 13 werde ich mir auch die Runde besser ansehen können. Bei meinen Untersuchungen habe ich jedes Mal etwas Neues. Oh, ich hab's platt. Als würde der Text direkt mit mir. Hatte die Seite vorhin schon angeschossen? Sieh dir das an. Perfektionieren, bis ich eines Tages einen Träumer mit Knochenkralle selbst verbinden kann. Knochenkralle, ey. Knochenkralle ist überall. Er flüstert zu mir und beeinflusst meine Träume. Ich muss mit ihm reden. Er hat die Antworten, die wir benötigen. Wenn wir nur diese eine entscheidende Verbindung finden können. Okay, jetzt müssen wir nur noch den Raum finden, wo wir die Sicherung dann reinpacken, ne? Ja. Bald werden wir all das haben. Aber ich wollte hier oben noch mal gucken. Ich glaube, da ging es auch weiter. Ja, in dem Game, finde ich, kann man auch richtig gut looten, also.
Hier die Tür habe ich. Ach ja, genau, die ist jetzt auf. Nice. Hier waren wir noch nicht, oder? Nee, aber da hinten geht's auch weiter. Okay. Wir können ja es machen. Also ich werde hier, also das ist so verwirrend. Ja, ah, hier kommen wir zum Checkpoint. Ja, warte mal, dann gucke ich da unten nochmal. Weil da sind wir dann, glaube ich, auf der richtigen Etage, wo du stehst, also wo dieser Stein ist. Mhm. Aber ich laufe dir trotzdem hinterher. Ja, ich bin sehr schlau, ich bin einfach im Kreis. Okay, ich weiß. Ja, ist nicht schlimm, also das ist ja... Weil ich finde auch die Karte anders als die, die großen Karten, die kann man schneller durchschauen, ne? Das ist ja jetzt hier so Karte auf Karte. Stimmt. Ich überlege, das ist, wir müssen noch einen hoch. Hier gibt es bestimmt auch viele Sachen, die noch versteckt sind, ne? Und irgendwie übersehen hat oder so. Ja. Oh, hier ein Hubwagen. Sehr schön. Kann das sein? Ja. Sieht auf jeden Fall, muss es da unten da irgendwas geben, was wir noch nicht gesehen haben. Oder? Sind wir dadurch reingekommen? Weiß es gar nicht. Ja, scheint so, ne? Weil es ja hell gewesen. Also die Karte leuchtet bei mir auf jeden Fall auf. Aber da unten muss es ja noch was geben. Es kann aber sein, wenn wir die Sicherung einsetzen, dass wir dann noch mal irgendwie eine Etage tiefer kommen oder so. Stimmt. Aber die Kondition ist schon cool und lädt sich auch schneller auf als bei Remnant. Ich meine als Hand Showdown, und du kannst halt auch länger laufen, ne? Ja, das stimmt. Ja, Knochenkralle in schönen Level gezaubert hier. Auf jeden Fall. Diese übergroße Sicherung hier mal reinknallen. Mhm. Es wird nichts Schlimmes, der Raum ist so klein. Oha. Okay. Hier ist ja auch noch ein Schalter, ne? Aber jetzt kann ich den nochmal. So mache ich ihn aus. Warte mal, so mache ich an. Alles klar. Müsste so richtig sein. Okay. Ich habe das auch nur gesehen, weil das Licht dann auf einmal an war. Aber. Ich weiß es. Genau, jetzt müssen wir mal schauen, wo es lang geht, aber. Vielleicht können wir jetzt auch in die Mitte oder so. Nur mal kurz in diesen Computerraum reinschauen. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob wir. Ja, hier waren wir auch noch gar nicht an den Rechnern, glaube ich. Ah. Gucken. Logbuch, Berichte, Systemdiagnose. Ja, bei Systemdiagnose macht er nur Uplink erfolgreich, Speichertesten erfolgreich. Ah, hier ist ja noch ein anderer Rechner. Gehe ich da mal hin. Ah, hier. Logbuch, Berichte, Systemdiagnose, Passwort eingeben. Auf Passwort eingeben. Aha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Haben wir denn irgendwo eine Code-Reihenfolge gesehen? Nee, ach. Ich glaube, das ist es. Ah. Das ist doch hier 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, B, G, R, N, Y, I, C, U, 2, B, G, 2, Das ist, ja,
Kannst du das Alphabet? Gib mal folgendes ein. Hm? Erst die 2. Jo. Dann... Ach nee, das ist Unsinn, was ich mache. Nein, vergiss es. Die 2 könnte man zweimal eingeben, ne? Also einmal oben, einmal vertikal und horizontal fürs B. Ja, das ist das Problem. Ach, wie? Nur hier sind 6 Zahlen und da sind es irgendwie noch 5. Ja. Unten hinweisen, Logbuch, ne? Und dann hier raus. Ach, siehst du, genau, hier kann ich. War das direkt nur Passwort oder? Ja. Also ich konnte hier. Genau. Aber hier muss es auch ein Logbuch gegeben haben. Ich weiß gar nicht, wie man hier zurück. Ah, du musst einmal in die Mitte drücken. Mit der Maustaste, dann müsstest du zurückkommen. Ah ja. Logbuch, Dr. Enirato. Hier ist Dr. Enirato von der Hauptstation. Dr. Hasgard hat mich dazu geholt, um mir Gesundheit der Träumer im Auge zu behalten. Ich habe jedoch das Gefühl, dass der Sterbefälle erwartet. Warum sollte er sonst einen Pathologen an Bord mitbringen? Warte mal, ein weiteres Sicherheitsrisiko. Dr. Weißkopf hat wieder Sicherheitscodes an die Wände gekritzelt. Diesmal im Chemielabor. Also im Chemielabor an der Wand sind die Sicherheitscodes. Ah, super. Ich wurde gebeten, ihn darüber zu konfrontieren, bevor alle unsere Genehmigungen widerrufen werden. Ich wollte ihn melden, aber ich nehme an, dies ist die respektvolle Vorgehensweise. Na gut, dann gehen wir ins Chemielabor. Ja. Ach, warte mal. Ich habe Weißkopfs Trick... Oh, achso, warte mal. Ich habe Weißkopfs Trick herausgefunden, sich an einen Sicherheitscode zu erinnern. Ich gebe es zu, es ist klug, 3 Buchstaben statt 6 Zahlen. Aber glaubt er wirklich, dass es während einer Sicherheitskontrolle bestehen wird? Jeder, der mit dem Lagerraum und dem Alphabet vertraut ist, kann es herausfinden, wie ich. Aber ich hatte mir ja schon gedacht, dass er so etwas tun würde. Wie schwer ist es, sich an einem einfachen Code zu erinnern? Ein Teil von mir möchte es melden, aber dann müsste ich sein lächerliches System erklären. Mal sehen, ob jemand anders... zuerst bemerkt. Okay, warte mal, dann könnten wir ja doch nochmal versuchen. Ja, ich gucke nochmal an dem Schachbrett hier. Okay, B ist ja 2 und G ist, warte mal, A, B, C, D, A, B, C, D, E, F, G. Sind 7, 2, 7. Er hat ja gesagt, 3 sind's, ne? Ja. Warte mal, dann können wir ja mal versuchen. Bist du am Rechner? Also. Ja. Okay, dann gib mal die 2 ein. Nee, ich bin am anderen Rechner. Ach so, okay. Ah, hier steht. Hier ist doch ein 3 Zeiler oben. ICU. Ja. Warte mal, das ist A, B, C, D, E, F, G, A, I. I müsste Nummer 9 sein. C ist 3. Also 9, 3. Hm. 9, 3, warte mal. Ne? A, B, C, D, E, F, G, H, I. Genau, 9, 3. Und jetzt muss man mal gucken. U. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Ah, das sind ja mehr. Wenn das dreistellig ist, dann würde das U ja gar nicht passen. Ja, er hat ja auch geschrieben, jeder, der mit dem Alphabet und dem Lagerraum vertraut ist. Okay. Dieser Chemieraum ist das, ne? Ein Lagerraum. Okay. Okay, er hat jetzt Lagerraum gesagt, ne? Genau. Und der... Ich
Wir hatten doch hier irgendwo so einen Lagerraum. Ich kann gleich mal mitgucken. Wird wahrscheinlich auch hier in der Nähe sein, ne? Ja, ich glaube, der Lagerraum war da, wo du das erste Mal den Schlüssel benutzt hast. Diesen, Also hier ist Laboratory. Labor. Ich gehe mal nach oben. Ja, guck du mal oben, ich guck mal unten. Hier gibt's nur Krankenstation, Sicherheit, Hauptracklabor. Da, wo wir das erste Mal die Schlüsselkarte benutzt haben, kannst du nicht erinnern. Jo. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Okay, von hier oben kommen wir ja. Also diese Schilder gibt es zwar hier. Ach, das ist Medical Storage hier. In komischen Schildern hier oben, falls du irgendwo vielleicht Labor siehst oder so, nicht Labor, sondern Lager. Okay. Oder ich weiß nicht, wie man es sonst verstehen soll, was da stand. Achso, du warst auch schon unten. Ja, aber ich habe nicht viel geguckt. Okay, dann gucke ich nochmal hier. Main Bay Power Observatory. Ist ja auch schön, dass man mal durch so ein Game läuft und einfach mal sucht. Okay, ja, das stimmt. Haben wir es ja angeschaltet. Wo ist denn dieser blöde Lagerraum? Den haben wir doch vorhin gesehen. Ist auch nicht. Also ich habe den unten gefunden, aber das ist ja, das hieß Medical Storage. Und da gab es jetzt auch nichts drin, wo ich sagen würde, damit kann man jetzt den Code knacken. Okay. Ach, missverstanden, was der hier. Ich lese nochmal. Also hier steht ja jeder, der mit dem Lagerraum und dem Alphabet vertraut ist, kann es herausfinden. Ist das hier der Lagerraum? Das kann auch sein, ja. Dass sie da irgendwo mal den Code jetzt hinschreiben. Ja, das stimmt. Nein. Okay.
Nee, ich gehe auch davon aus, dass es oben mit einem Alphabet zu tun hat. Oh, bist du noch da? Lalala. Oh, Fragment hat das Spiel verlassen. Wahrscheinlich Systemabsturz, oder? Research Bay. Gehen wir nochmal einen nach oben. Hört man mich noch? Ja. Letztes Mal nämlich nicht funktioniert, als die Verbindung abgebrochen ist. So, Sicherheit Level 1, Hauptdruck B1, B2, B3. Das ist die Übersicht. Warte mal, ich muss mal gucken. Tag! Hörst du mich? Hallo? Merkwürdig, höre dich gar nicht. Seltsam, seltsam, warte mal. Nee. Ich gehe nochmal auf Soundeinstellung, aber das dürfte bei mir, glaube ich, nicht daran liegen. Warte mal. Nee. Nee, Pegel ist sogar bei 98, muss bei 88 sein. Sogar zu hoch. Aber warum höre ich dich denn nicht? Das ist ja seltsam. Audio. Pegel muss wieder auf 88. Okay. Das ist ja komisch. Also ich höre dich gar nicht. Ich hoffe, dass du mich hörst. Ansonsten musst du noch mal kurz was schreiben oder so. Nee, ich, genau, du hattest... Warte mal, ich schreib mal zurück. Nee, leider nicht. Das ist echt komisch, also. Ich könnte ja... Nee, oder? Tag! Oh, jetzt geht's. Ah, jetzt höre ich dich, ja, genau. Das ist ein Ding. Ist dein Rechner abgeschmiert, oder? Nee, das Internet war alle. Ah, okay. Also das Internet ist irgendwie abgebrochen und dann kam es wieder online. Ah, okay. Ja, das kann sein, weil im Hintergrund ja diese Box ständig läuft. Weil neulich ist mir der Router abgeschmiert. Ich glaube, es sind vielleicht zu viele Verbindungen, die er gleichzeitig managen muss. Oder du musst mal, wie ich auch, diese IP6-Verbindung deaktivieren. Das könnte ich auch probieren, das stimmt. Na, das hat ja bei mir Wunder gewirkt. Also ich habe keine Paketverluste mehr. Also... Ja. So, den... Dann würde ich auch sagen, es
ist ganz okay so, oder? Ja, eine Menge geschafft. War ganz ja. Cool. Ne? Und dann können wir das nächste Mal versuchen, das Rätsel zu lösen. Genau, auf jeden Fall. Da haben wir nochmal ein bisschen Zeit, drüber nachzudenken. Ich bin jetzt auch wild rumgelaufen und habe auch nichts gefunden irgendwie. Also, ja, das, manchmal ist es auch so, ne? Da muss man auch mal ein bisschen Geduld und, ne? Ja, ich weiß auch nicht, ob wir das versuchen wollen alleine oder ob einer von uns spickt oder ob du spickst. Ja, das ist eine gute Frage. Kann ja nicht schaden, mal ein bisschen looky-looky zu machen, ne? Ja, ich denke auch, der eine hat auch geschrieben, der hat 2 Stunden gebraucht, bis das rausgefunden hat. Ja. Ja, ich verstehe das halt mit dem Buchstaben irgendwie nicht. Also ich kann es mir jetzt nochmal angucken. Und für mich ist es ja so I, C, U, das sind, weil er hat ja gesagt 3 Zahlen, aber das würde ja nicht funktionieren, weil I und C wäre ein Zahl, wäre in Ordnung, aber U sind ja dann 4 Zahlen. Was mich wundert, er hat auf dem Schachbrett oben links ist ein Sternchen. Ah. Das habe ich gesehen. Also da ist ein Stern. Ja. So. Jetzt könnte es natürlich sein, dass es 293 ist. Also ich könnte es mal... Ich gebe es mal ein. Vielleicht... Ne? Das muss wirklich ein sechsstelliges Ding sein, oder? Ach stimmt, das 9 geht ja gar nicht. Weil du hast ja nur 1 bis 6. Also es muss ja, die Zahlen müssen ja von 1 bis 6 gehen. Und wenn ich jetzt I nehme, ist ja 9, das geht ja gar nicht. Okay, dann müsste man ja eigentlich 3 haben, die nur bis 6 gehen. Also B ist 2. G ist, warte mal, A, B, C, D, E, F, G wäre 7, das auch schon, geht auch nicht. N geht nicht, R nicht, Y nicht. Also würde ja nur gehen, nee, warte mal, B würde gehen, wäre 2, C würde auch gehen, wäre 3. Aber die anderen, also A, B, C, D, E, F, G, 7, nee, das haut nicht hin. Das ist ja super, ich kann hier zugucken. Ja, toll, also das ist auch, macht ja auch Spaß. Also ich sehe auch nur die IC 3, 9, B, ja. ICU? Ach, ich hab's. Ja? Ja, das ist ja... Also der hat ja... Wenn du bei 1,1 anfängst, da würde das A hinkommen. Bei 1,2 ist B. Bei 1,3 ist C. Bei 1,4 ist D. Dann kommt bei 1,5 E. Dann bei 2,1 F. Und dann kommt G. Hm. Ne, also das ganze okay. Alphabet geht von oben durch. So, das ist schon mal gut. Genau. Und dann müsste man I, O, U noch da einsetzen, aber ich kenne das Alphabet nicht ganz. Ach, warte mal. A, ich zeig mit der Maus drauf, ne? A, B, C, D, E, F, G, H. Da würde hier das I hinkommen, also I ist 7. Nee, also das ist, du bist ja schon in der zweiten Reihe. Hm? Also die erste Reihe ist A, B, C, D, E. Die zweite Reihe ist E, F, warte mal, A, B, C, D, E, dann F, G, H. Ja, aber geht das denn nicht hier rüber? Also, ach ja, I, ja, du hast ja recht, ja, Entschuldigung. Jo, alles gut, denn so A, B, dann würde hier C kommen, also C ist ja 3. Genau. C ist 3. Dann kommt D, E, F, G, H, I. Dann wäre aber I 4. Oder? Wenn C ist 3, I ist 4. Vielleicht 1, 3, 2, 4. Puh, ich kann es mal probieren. Aber wo kommt U hin? Ach so, warte mal, genau. Also wir können ja mal... Ich guck's mir nochmal an. Wir können ja mal... kurz Notizen machen. Ah, hier ist es ja. Also, wenn man davon ausgeht, dass hier 1 ist A, B ist 2, C ist 3, so, dann könnte man natürlich, genau, warte mal, dann könnte man natürlich davon ausgehen, dass es
Ja, welche Zahlen gelten oben? Die oberen oder die links die... Vielleicht spielt da jetzt dein Sternchen eine Rolle. Das ist ja eher auf der linken Seite. Vielleicht fängt das mit 1 und dann mit 3 geht's weiter. Genau, 3. Und R, S, T, U wäre 5. Könnte man mal probieren. Also, was war das? 1, 2 und dann 5, ne? Probier's mal. 1, 2, 5. Ne, hat nicht hingehauen. Nee, geh nochmal zurück, bitte. Hm? Wir brauchen ja 6 Zahlen. Ach, wir brauchen 6? Okay, ich... Also, wir haben ja dann 1, 3, 2, 4 und 4, 4 R, U, hast du gesagt? Genau, nee, R, S, T und dann kommt ein U. Ah, okay. Also, das U ist ganz unten links. Dann kommt V, W, X, Y. Okay, dann können wir ja jetzt Verschiedenes probieren. Kannst du ja mal... Ja. Gib mal durch. 1, 3. Jo. 2, 4. Oh, warte mal. Inkorrekter Code nochmal. 1, 3, 2, 4, 5, 1. Ja, inkorrekter Code. Okay, dann probier mal 1, 2, 5. Ja. 3, 4, 1. 3, 4, 1. Nee, inkorrekter Code. Wie viele Buchstaben hat denn der auf dem Brett eigentlich? Warte, jetzt müssen wir mal gucken. Das sind ja 2, 4, 5. Insgesamt 8 Zahlen. Aber es ist ja nur ein 6-stelliger Code, ne? Ja, ich glaube, die auf dem Brett sind nur da, damit man weiß, wo man die anderen hin platzieren muss. Okay. C. Ist das eigentlich... Das ist ein C, das ist kein O, ne? Nee, ist ein C. Aber wenn es so flackert, hätte man auch denken können, ist ein O, aber... 1, 2, 4... Man könnte auch mal... Und R, S, T, U geht ja dann, ne? Also U ist unten links in der Ecke bei 1, 5. R, S, T, U, genau, ja. Ist ja A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M... N, O, dann kommt ja P, Q, R, S, T, U, V, W, X, das Z fehlt. Das wundert mich auch ein bisschen. Das ist gar nicht da, es geht nur bis Y. Okay, aber also 6 Zahlen und 8 Buchstaben. Wenn man sagt, B ist 2... Ich verstehe die Logik dahinter noch nicht. Das ist irgendwie so ein bisschen... Na, du hast ja immer zu jedem Buchstaben 2 Zahlen. Genau. Könnte man... Ja, okay, dann wenn ich dann B nehme, also B ist oben einmal 2 und B ist einmal 1, dann würde ja... Könnte ich ja auch sagen, ist die 3, ne? Ja, das würde auch gehen. Ne? Also wenn man links 1 plus oben B 2, es wären ja 3. Ja, aber irgendwann hast du auch 4 plus 4 oder so und dann... C, C wäre ja 1 plus 3 wären 4. Okay, stimmt, ja, aber das würde ja dann unten beim U zum Beispiel würde es ja nicht passen. Doch, der U wäre 6, 5 und die 1 oben. Ja. Aber... Aber jetzt I wäre auch 6, oder? Das ist ja bei 2, 4. Warte mal, I wäre G, H, I. Genau, wäre 2, 4. Wäre 6, ja. Ist ja die Frage, ob man das addiert, ob das der Nummant ist und hier... Sonst magst du noch mal rangehen? Ich gebe dir noch mal 2 Kombos durch. Mhm. Alter, voll die Mortal Kombat Kombos hier. Jo. Also die 3,
4-1. Mhm. 1-2-5. Ne, inkorrekter Code. Und dann noch 3-1. Ja. 4-2. Ja. 1-5. Ja, auch inkorrekter Code. Mist, verdammt. Hm. Oder du spickst mal schnell. Ja, aber eigentlich sind wir ja schon fast dran. Ich kann ja mal... Also, mal gucken. Wenn man die Lösung hat, könnte man ja auch rausfinden, wie er das, also was da gelaufen ist, ne? Oder wie die das gern hätten. Oder besser gesagt, wie das Rätsel gelöst wird. Ja, das stimmt. Ich weiß gar nicht. Ich bin echt ein bisschen bräsig im Kopf. Boah, das geht mir auch so. Was heißt denn Rätsel auf Englisch nochmal? Oh Gott. Quiz, ne? Ja. Quiz, ist Quiz Rätsel? Also ja, oder wonach? Q-I-Z. Oder Secret ist ja Geheimnis. Ja. Was könnte man denn noch nehmen? Geheimnis, Rätsel. Weil Quiz ist ja raten, ne? Ah, hier, Chessboard. Ich hab's gefunden. Ah, okay. Ja, ich hab einfach nach Chessboard gesucht. Aber Schachbrett ist auch gut. Ja. Also bei denen, also 2, 4, 1, 3, 5, 1. Okay, warte mal, ich kann's ja mal, ich geb's mal warum ein. Kannst du mal kurz davor gehen nochmal? Ich will's mir sehen, warum die mit 2-4 anfangen. Hm. Also 2 ist ja B, aber 4 ist ja... Ne, 2-4, das ist ja I da unten, ne? Oh, ne. Warte mal, G, H, I ist hier, also über den N. Wer I? Ach ne, 2 und 4 war I. Okay. Genau, also warte mal, I, C, U. Aber wieso fangen die mit dem Buchstaben an? Ach, ist ja klar, das ist ja auch der erste. Ne, es ist ja I. Hm? I ist 2, 4, es ist ja auch so aufgereiht. Okay. Für I kommt 2, 4, für C kommt dann 1, 3 und für U kommt 5, 1. Ja, ist ja scheiße Dreck. Gottes Willen also. Ja, aber dann kannst du es ja eingeben, wenn du willst. Jo, schmeiß nochmal rüber. Ja, 2, 4. Mhm. 1, 3, 5, 1. Oh, Lagerraum freischalten. Zack. Super. Gut. Ich werde dann mal eine rauchen gehen, ne? Wenn du willst, kannst du ja auch weiterzocken, aber ich würde schon gerne sehen, was... Ja, ich werde jetzt zum Stein gehen, mach da erstmal Schluss. Ja. Und dann würde ich sagen, zocken wir das dann an dem Spielstand weiter. Auch super. Weil es macht doch zu zweit dann Spaß und außerdem freut man sich dann aufs nächste Mal. Genau. Na, ich würde es auf jeden Fall gerne sehen, auch was, wie's, was passiert, weil es ist... Also ich mag echt Remnant gerne. Ja, ist ein geiles Spiel, ne? Also ja. Lohnt sich wirklich. So, dann machen wir jetzt hier mal den Speicherfuchs. Ah, ich muss noch mal einen weiter. Ja, und ich finde, wenn man zu zweit was angefangen hat, kann man das zu zweit auch zu Ende machen, ne? Also. Ja, das auch, ja. So. Es sei denn, irgendeiner hat keinen Bock mehr. Ja, okay, das kann auch sein. Oder Todesfall oder Krankheit, was weiß ich. Kann ja alles dazwischen kommen. Okay, dann beende ich erstmal den Stream. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Mm-hmm.